Es gibt viele Gründe, warum jemand Schulden machen muss. In der jetzigen Situation mit einer hohen Inflationsrate und den stetig steigenden Kosten für Heizung und Strom werden es wohl mehr werden, die diese Schulden nicht mehr begleichen können. Und bei denen es sogar dazu kommen kann, dass der Gerichtsvollzieher klingelt. Bei den Schuldnerinnen und Schuldnern machen Wohnkosten, die Energierechnung eingeschlossen, schon jetzt 45% der verfügbaren Haushaltseinkommen aus. Josephine Lütke war für uns mittendrin im Landkreis Osnabrück und hat einen Gerichtsvollzieher begleitet. Mir liegen zwei Haftbefehle gegen die Schuldnerin vor, weil sie zum Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft nicht erschienen ist. Aber noch mal kurz zum Verständnis, nehmen Sie die jetzt fest? Nein, nur wenn sie sagt, ich gebe nicht an, was ich an Vermögen habe, dann muss sie halt mit der Polizei verhaftet werden. Die Schulden mehr als 17.000 Euro, unter anderem bei einer Krankenkasse. Gerichtsvollzieher Mario Kasselmann muss eine Vermögensauskunft einholen. Heißt, die Schuldnerin muss offenlegen, was sie hat. Und Kasselmann muss prüfen, ob etwas gepfändet werden kann. Wir dürfen mit der Kamera nicht dabei sein. Ja, wie war's? Die Schuldnerin konnte die Forderung nicht bezahlen. Und darum hat sie jetzt bereitwillig die Vermögensauskunft abgegeben. Also sie hat jetzt angegeben, was sie an Vermögen hat. Sie bekommt Arbeitslosengeld 1. Aber es gibt halt einen pfändbaren Anteil. Und da werden die Gläubiger halt drangehen. Gut 1.200 Euro pro Monat bleiben ihr dann zum Leben. Seit 8 Jahren arbeitet Mario Kasselmann als Gerichtsvollzieher. Zuständig ist er für Bad Iburg und Bad Rothenfelde im Landkreis Osnabrück. Bei rund 80% der Schuldner klingelt er regelmäßig, kennt ihre Schicksale. Ja, natürlich bewegt das einen im Endeffekt. Und es geht natürlich nicht als spurlos an einem vorbei. Aber man muss dann natürlich auch gewisse professionelle Distanz haben. Dann, wie so häufig, kein Erfolg. Das passiert oft. Kasselmann wird also wiederkommen müssen. Und auch das ist typisch. Die Schuldner und Schuldnerinnen öffnen weder die Tür noch die Post. Rational ist es nicht nachvollziehbar. Aber wenn die Leute natürlich durch möglicherweise Trennung, Scheidung oder sonstige Probleme in Schwierigkeiten stecken, dann steckt man halt so den Kopf ins Sand. Und vom Gefühl her gibt es dann wohl keine schlechten Nachrichten mehr, wenn man keine Briefe mehr öffnet. Das ist natürlich ein Trugschluss. Den nächsten Schuldner kennt Kasselmann gut. Er ist ihm gegenüber schon bedrohlich aufgetreten, sei unkooperativ. Das ist ja keine schöne Situation. Daher hoffe ich, dass das gleich schiedlich friedlich von sich geht. Ah ja, okay. Und haben Sie da auch Angst? Angst ist das falsche Wort, aber Respekt. Es geht um Schulden bei einem Anwalt. Auch hier dürfen wir nicht mit reinkommen. Mario Kasselmann verlässt die Situation schnell wieder. Der Schuldner hat ihn auch dieses Mal angeschrien. Ich habe einen Haftbefehl hier zu vollstrecken und da bräuchte ich polizeiliche Unterstützung. Was ist da los? Der Schuldner weigert sich, trotz Haftbefehl die Vermögensauskunft abzugeben. Und darum habe ich jetzt die Polizei angerufen. Die wird dann in ein paar Minuten hier eintreffen. Dann plötzlich, der Schuldner flüchtet. Und jetzt werde ich die Tage noch gleich mit der Polizei hier hinfahren. Und dann fährt er nicht weg. Also bringen tut diese Aktion gar nichts. Der nächste Auftrag heute ist der unangenehmste für Mario Kasselmann. Kasselmann vom Amtsgericht. Eine Wohnungsräumung. Mit dabei auch der geschädigte Vermieter. Bei so etwas weiß Kasselmann nie, wie die Schuldner reagieren. Doch dann Entspannung. Die Frau ist schon ausgezogen, hat aber nicht alles mitgenommen. Ich weise die Schuldnerin aus der Wohnung aus, weise sie hiermit wieder in die Wohnung ein. Damit dürfen sie dann im Prinzip jetzt hier wieder über die Wohnung verfügen. Der Schlüsseldienst tauscht nun alle Schlösser, damit die Schuldnerin nicht mehr zurückkommen kann. Dass er die Mietschulden von mehreren tausend Euro wiederbekommt, davon geht der Vermieter nicht mehr aus. Ja, dann können Sie jetzt im Prinzip die Wohnung leerräumen lassen oder selber leerräumen und dann können Sie die Wohnung neu vermieten. Und dann drücke ich Ihnen halt viel Erfolg, dass es beim nächsten Mal klappt. Rund 15 Fälle hat er aktuell pro Woche. Mario Kasselmann geht aber davon aus, dass es durch die Inflation bald deutlich mehr werden.